Und wie versprochen im Zwergkomster Bioshockt, da weiter, wo es letztes Mal aufgehört hat, direkt nach dem ersten geretteten Mädel. Und ja, ich habe immer noch mein treues Turret. Es ist wirklich sehr treu und ja, genau. Komm, beweg dich, hopp. So. Wo zur Hölle bin ich hier? Ah, ah. Das sind wir. Okay. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Ach, halt's Maul. Was ist das brutalste? Du bist schon so weit. Es ist Zeit für dich, es mit einem der Big Daddies aufzunehmen. Es wird kein Zucker schenken. Aber nur so kommst du an die Little Sister, sagen. Anders hättest du sie bei sich tragen. Okay, hier habe ich mir sagen lassen, ist der ionische Schrot King. Aber nur um sicher zu gehen. Ich bin mal gespannt, testen wir mal. Hey, guck, okay, der ist, geht nicht aggro, das ist gut. Au! Fuck! Okay, der kann mich stunnen. Cool ist der denn? Ja, stimmt, ist die Gürze immer noch mir. Oh, Dreck. Panzerbrechen. Ich will ja blitzen, aber ich habe keinen Blitz. Die ist nicht drauf. Bist du tot? Ja. Okay, ich muss hier jetzt geben, dass ich von dem. So. Danke. Ich muss jetzt geben, dass ich von denen mehr erwartet hätte. Hey, aber er hat ordentlich Geld dabei. Deswegen, hey. Ich beschwere mich nicht. Zeit fürs Heilbettchen, Mr. B. Ja, im Zweifelsfall auch das. So, jetzt denke ich mal, können wir regulär weitermachen. So. Notschlüssel. Stimmt, das war ja da mit dieser. Bist du wieder am Notzugang? Melde dich, sobald du ihn erreichst. Ryan hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Du wirst ihn nicht kommen hören. Er ist da, bevor du es weißt. Ich hätte so gern mehr. Benutzen wir das. Ich habe genug Muni dafür. Ich bring dich um. Komm nur ja. Hey Mary, gehst du zu dem großen Spiel? Du kriegst nur noch um. Du bist dran. Warum zögerst du deine Warnung? Okay, genial. Auch Granaten. Ich sehe einen Scheiß. Ah. Lästig. Aber woher habe ich jetzt wieder Brief gekriegt? Ich habe keine Ahnung. Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke für Ihr Verständnis. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Komm jetzt rüber nach Port Neptune. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Ja. Solange das irgendwie danach nicht ausreißt oder so. Bin ich damit. Was? Schon wieder so ein Teil? Ach, scheiß drauf. Was? Ist das eine Metro? Lol. Okay. Whatever. That's awesome. Neptune's Bounty. Bessere Versionen dieser Plasmide? Okay. Frame Rate. Speicher. So.
Das fängt hier schon toll an. What the fuck? So. Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen. Der hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Und dort treffen wir uns. Ein Schmuggler, der Bibeln schmuggelt. Fuck yeah. Okay, das ist actually pretty awesome. Naja, ich kann mir gut vorstellen, dass einem gewissen Mr. Ryan so hier, ja, wer hätte es gedacht? Ich kann mir gut vorstellen, dass ein gewisser Mr. Ryan hier biblische Anwandlungen durchaus anpissen, weil es ist ja nicht, soll man sagen, hier kapitalistisch und so. Genbank? Ah! Okay. Körpertonika, Techniktonik, Kampftonika. Ach, das sind Tonika, okay. Sieht bislang reichlich unspektakulär aus. Oh, kann der das bitte lassen? Ich hab genug Geld. Ach du Scheiße. Zirkus der Werte. Ja, okay. Hier liegt überall Muni rum und ich kann sie nicht mitnehmen. Das ist so armselig. Naja, ich könnte effektiv was dagegen machen und anfangen, Muni zu verballern, aber das, ich weiß nicht. Bislang hatte ich irgendwie noch nicht wirklich den, nennenswerten, wirklichen Ansporn dazu. Bist du ins Beleistete sterben will? Safety! Yeah, was? Nett. Okay. Was krabbelt da in meinem Garten? Dass es sich erschießt, wenn du lang auf den Sack gehst. Pisst sich, ist besser. Aber die Tage vergehen wie im Flug. Don't like this at all. Noch so einer. Will ich mich jetzt gleich wieder mit dem anlegen? Naja, warum nicht? Speichern. Okay, aber wirklich irgendwie nennenswert Bosskämpfe sollen, sind die ja irgendwie nicht, weil irgendwie, ich mach mir irgendwie nicht wirklich vor. Du fetter Walfisch! Gib sie raus! Ja, ich krieg die aus. Oder? Ist das doch keine so geile Idee? Thank you.
ab, ne? Nein. Nicht direkt. Nix mit der Chamber, so. Machen wir das so und darf seine eigenen Granaten fressen, wenn es soweit ist. Gatherer's Garden. Na, ich geh jetzt nicht durch die Miete zurück. Was ist das denn? Yeah! Oh. Ach, Dreck. Jetzt kauf ich die Elitenpistole. Das wäre so cool gewesen, ey. Bin ich hier? Da bin ich hergekommen. Du willst, dass ich da lang gehe? Fontaine Fishing. Das tue ich mir jetzt noch nicht an. Ups. Sorry. What the fuck? Was ist denn das?
Eieiei. So. Gehen wir jetzt nicht auf den Sack. Blut. MG wird. Hey. Hätte ich eigentlich das Ding rumwerfen können, ne? Das wäre wahrscheinlich effizienter gewesen. Naja. Was? Kiste? Ah. Hut? Nee. Kein Hut. Ah. Hello, ich liefern sich jetzt ein Shootout, okay. Alarmplatten. Okay. Das klingt extremst uncremig. Deswegen, lassen wir das mit denen mal schön geschmeidig. Einmal so, einmal so, einmal so. Mehr Loot! Loot! Macht das Spiel doch einen Unterschied, ob ich nachgeladen habe? Was? Ha, halt einen Hinweis. Ich will keinen Hinweis, ich weiß, wo ich hin muss. Also. Mal ehrlich, wer ist so armselig, braucht einen Hinweis, wo man hin muss, wenn man irgendwie einfach einen Fall nachlaufen muss. Bis auf Weiteres sind alle Tauchkugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art genetisches Schloss in die Dinger einbauen. Jetzt kann nur noch Ryan und sein Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Hä? Okay, scheint wirklich nicht so toll, aber ich kann auch mit den Dingern fahren. Naja. Verschwörungstheorien. Plasmid! Medical Expert. Verbandskisten für Verletzungen. Okay. Heilen etwas mehr. Naja, mein. Warum nicht? Verzeih mir, Vater! Ich werde dir gehorchen! Ich tue, was du sagst! Es ist nur ein Kind! Ich hab's nicht! Legt euch um, wenn ihr beschützt den Arten, Idiot! Geht. Maria, Maria, voll der Gnaden! Ist jetzt Ruhe! Ja, kommt's nochmal! Für was glaubt ihr, dummen Pisser, eigentlich, dass ich mir hier einen Vorrat an Medpacks und was weiß ich was zusammensammle? Garantiert nicht, damit irgendwelche hinterhergelaufenen Spastis wie er da. Ach, Digga. Ja.
verschwenden. Hey! Langsamer hört Mili sein auf, irgendwie effizient zu sein. So ein Scheiß. Selber kriege ich nicht irgendwie die Spawner jetzt hoffentlich nicht ewig nach. Hey. Ist. Ja, Bevis McCrankenkram. Yes. Aber Worf. Worf Master. Na. Das war das, was ich da unten gesehen habe, da wo ich aber noch nicht hinkommen oder zumindest nicht hingekommen bin. Hey, das funktioniert. Und die Versuchung, sich trotz der Ausgangssperre etwas Adam zu besorgen, ist verständlich. Aber ein Verstoß gegen die Ausgangssperre ist unverzeihlich. Verhalten Sie sich vernünftig und Sie ersparen Menschen. Geschütz. Ich hab dich für Geld verraten. Und was hab ich jetzt davon? So. I suppose more. Das ist da hinten. Genau. Was für eine heißt wie? Fick dich, du musst da runter. Yay. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Könnte nicht weglaufen. Zieh Leine. So komm ich nicht. Leine. Und jetzt will er mich verarschen.
So. So, wo ist jetzt? Ich schicke dir die Pest kommen! Was wir hier gekriegt haben. Sogar bis in die Finsternis hier unten. Irgendwie wird das Spiel chaotischer und chaotischer. So. Ui, ihr blutiger Big Daddy. Wie erwachsen hier im Garten, da darf man was erwarten. Darum das ist cool. Okay, das ist geil. Aber irgendwie voll sinnlos. Aber ich muss wohl eins austauschen. Rufen Sie Big Daddy zu Hilfe. Er muss sie nur für eine Little Sister halten. Dann kämpft er, um sie zu schützen. Okay, was haben wir hier Schönes? Plasmid-Slot. Plasmid-Slot klingt gut. Ja, Plasmid können alles. Ja, von mir aus auch das. Ja, ich nicht. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur. Ist noch ein? Was haben wir so? Gesundheits-Eve, Zorn, Zieldummy. Köder, nee. Ja! Das klingt doch noch was. Extra Nutrition. Winterblast. Das klingt cool. Den da. Frieren Sie Ihre Gegner ein und schlagen Sie sie in 1000 Stücke. Ja. Ich habe noch 200, holen wir uns noch einen Plasmid-Slot. Oder haben wir unser Telekinesis auch, weil Telekinesis. Bewerfen Sie Ihre Gegner. Ja, ich weiß doch. Das da. Ja, reicht es. Super dick. Okay. Okay. Das ist eigentlich massivst ungut. Egal. So, hat sie einen Laden? Ich brauche einen Laden, bitte. Das Little Sisters Heim. Schenken Sie Ihrer Kleinen in schweren Zeiten ein sorgloses Leben. Unterbringung und. Willkommen! Nur Herr. Ich hoffe, Geld braucht sich ja anscheinend für was anderes eh nicht, deswegen. Unterricht sind gratis. Kinder sind schließlich Raptures Zukunft. Da geht's wohl weiter. Fische. Yeah. Tschüss. Wo zur Hölle geht's schon wieder? Dieses Mysterium kümmere ich mich das nächste Mal. Okay, hard safe.
Hardsafe sind gut, Hardsafe sind meine Freunde. Gut. Jo. Ja. Im Zwergkampf damit sicher. Bye bye.